Herzlich willkommen. Heute Video Nummer 2. Wir sind ein bisschen zu früh, Kelvin. Wir sind 2024, wir haben ja 2030. Was machen wir? Was machen wir so lange? Sollen wir die Zuschauer noch 6 Minuten lang irgendwie unterhalten oder sollen wir? Ich war ganz überrascht, dass sofort geklappt hat. Deswegen. Also ich würde sagen, wir warten mal überhaupt, bis Zuschauer eintrudeln. Noch sind keine da. Da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Wir waren zu früh, ne? Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Also ich habe auf jeden Fall eine Push-Benachrichtigung bekommen. So, was haben wir heute? Montag, 20:30 Uhr. Bundesliga läuft. Hoffenheim gegen Augsburg ist jetzt nicht so das Spiel, was man, wo es um die Meisterschaft geht oder wo es um den Champions League Plätze geht, glaube ich. Das dürfte also jetzt nicht so der spannende Punkt sein. Was hast du schon gesagt? Versuche mal, das auch einfach mal bei mir in der Community zu teilen. Dafür muss ich einmal. Kann ich dich nicht teilen? Aber vielleicht bekommen wir dann noch ein paar mehr. Mal gucken. Ja, wäre zu spannend für die Fragen. Ich meine, die Folge wird ja eh aufgezeichnet und nachher bei YouTube über die Playlist und halt über die Suche allgemein zu finden sein. Wir können das ja auch nochmal überlegen, ob wir das nicht auch noch irgendwie im Podcast vielleicht online stellen. Heutige Folge weiß ich nicht. Wir müssen mal schauen. Ich habe ja das Video gedreht zu der Wohnung. Das macht jetzt eigentlich im Podcast vielleicht nicht so viel Sinn. Das muss man, glaube ich, schon vielleicht gesehen haben. Wir können ja mal gucken, ob wir auch das Video überhaupt einmal kurz einteasern nur oder ob wir das einmal komplett zeigen sollten. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Vielleicht können wir nur die Fotos einblenden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das wäre auf jeden Fall auch bestimmt cool. Ja. Weil das Video, glaube ich, geht, ich weiß nicht, 12 Minuten oder sowas. Und ich nehme an, das ist davon nicht alles jetzt. Also man kann das, glaube ich, auch nachher im ganz einfach nochmal im YouTube-Kanal nachschauen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht das Ding dabei. Aber ich kann ja schon mal die URL zum Video schon mal in den Chat posten. Das packt man nachher auch, glaube ich, in die Shownotes rein. Beziehungsweise, ich glaube, das macht YouTube automatisch, dass der Chatverlauf mit drin ist. Ja, ich glaube, das ist da drin. So, das Video. Also nochmal kurz zur Information. Es geht dabei um das Objekt, was wir in die Kurzzeitvermietung bringen wollen. Das war jetzt komplett leer. Wir haben jetzt die Möglichkeit, reinzukommen. Also das Objekt ist eigentlich gemietet bis zum 31.12. läuft der Mietvertrag, ist in der Kündigungsfrist. Wir haben aber schon Zugang dazu. Das heißt, ich war jetzt dann vor Ort. Ich hatte zwar keine Schlüssel. Das habe ich erst festgestellt, als ich vor Ort war. Wir haben zum Glück einen Gleichschließer drin gehabt. Gleichschließer habe ich auch ein Video zu gemacht. Ist eine total coole Sache. Wenn du eine gewisse Anzahl von Wohnungen hast, dann hast du halt so einen Systemschlüssel, so einen Systemzylinder, den du dir von Hersteller machen lässt. Den kriegst nur du. Und dann baust du halt überall ein. Und das Gute ist halt dabei, diesen Zylinder bauen wir halt in allen Leerwohnungen rein. Und dann komme ich rein, meine Kollegen kommen rein, unser Hausmeisterservice kommt rein, der Makler kommt rein. Also du hast nie das Problem, wo ist der Schlüssel von dem Objekt, wo ist das, wo ist jenes und so weiter. Hast du nie mehr Probleme dabei. Und das hat mir jetzt auch den Videodreh auch gerettet. Ich war nämlich gestern, Nikolaus, war ich kurz da. Ich habe es leider vorher nicht geschafft. Ich wollte die ganze Woche das schon gemacht haben, aber hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich musste ins Haus rein. Ich habe einfach überall geklingelt. Kommt man ja rein. Ne, Treppenhaus kann man meistens lösen. Ne? Und in der Wohnung war ich auch drin. Und ja, Video ist, wie gesagt, ich glaube, eine Viertelstunde lang geworden. Das kann ich einmal kurz in die Kommentare reinpacken und dann kann man es vielleicht später anschauen, bei Bedarf. Wir würden es dann nachher noch verlinken. So, auf jeden Fall ist es drin. Also solltest du nachher aus den Kommentaren verschwinden oder die Kommentare nicht noch beim Video bleiben,
Dann, ja, wir tragen es auf jeden Fall nochmal nach. Ne? Also das wäre kein Problem. Wir können es auch oben verlinken mit diesen Kachelnkarten. Kann man es ja auch machen, dass man das ja immer da reinpackt. Ne? Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Also, habe ich schon mal reingepostet. Wir haben 29 Kelvin. Ich würde fast sagen, wir legen los, weil auch für die Leute, die das näher in Real Life quasi gucken, mit der Aufzeichnung, die wäre jetzt auch vielleicht sich sonst langweilen. Du hast absolut recht. Ich habe die Story dazu gemacht. Alles verlinkt. Jetzt kann es nur noch schief gehen. Warte, ich brauche noch einmal kurz was. Ich habe ganz, ganz, ganz vergessen. Deinen Tee aufzugießen. Nee, der ist ja da, aber ich habe einen Teebeutel. Jetzt habe ich schnell, ne, der ist halt hier, aber wir haben den Teebeutel da drin. Und wir waren auch immer so schnell live. Ich war vom letzten Mal gewohnt, dass es nicht geklappt hat und dass es nicht funktioniert hat. Deswegen war ich jetzt gar nicht damit so drauf gefasst, dass wir quasi hier Overtime machen. Ne? Nee, aber es ist ja schön, dass man so schnell doch dazulernt. Gute Lernkurve, ne? Nicht nur bei Vermietungen, auch bei Livestreams zu YouTube. Ne? Genau, also ich würde sagen, herzlich willkommen. Ich sehe aktuell einmal vier, fünf Zuschauer, die gerade dazugekommen sind. Vielleicht werden es ja noch mehr. Ne? Also wir werden es ja sehen. Ansonsten, man kann sich alles auf Real Life anschauen. Wir haben dazu die Funktion eingestellt, dass es später in dem Kanal sichtbar ist. Eventuell auch über Podcast-Kanäle. Also ich denke mal, dass man das durchaus nochmal später nachvollziehen kann und nochmal nachschauen kann. Ja, wir waren fleißig. Wir hatten drei Aufgaben, oder nein, ich hatte drei Aufgaben gekriegt gehabt. Und zwar war ich deswegen auch fleißig. Ich hätte ja schon mal gerade kurz angesprochen gehabt. Warte, ich mache kurz unser Trello-Board auf dazu. Also, ich hatte, ja, genau, ich habe ein paar spannende Sachen mitgebracht heute. Und zwar, wie gesagt, das Objekt ist leer. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, gerade reinzukommen. Ich habe gestern dort ein kleines Video runtergedreht. Den Link zum Video hast du hier in den Kommentaren drin. Kannst du gerne anschauen. Im Prinzip, Objekt ist leer. Renovierungszustand. Ich habe ein paar Fotos, die würde ich gleich mal kurz ein paar zeigen dazu. Ich glaube, das bringt mehr, als wenn wir jetzt das Video zusammen anschauen. Weil das Video, ja, das zeigt zwar einiges dazu, auch im Detail. Aber ich denke, das würde jetzt vielleicht vom Thema ein bisschen abweichen, weil der Zustand selber, da sind zwei Sachen zu machen, durchaus. Aber das machen wir, würde jetzt nicht mehr bringen. So, dann habe ich auf jeden Fall dabei. Wir wollten heute die aktuellen Zahlen vorlegen oder besprechen. Das heißt also, ich habe den Mietvertrag da, an den entsprechenden Passagen geschwärzt, also sprich, damit der Name von dem jetzigen Mieter nicht drinsteht, seine IBAN und keine Ahnung was, also die ganzen personenbezogenen Daten, die also auch nicht geteilt oder nicht im Internet auftauchen sollen, sind halt geschwärzt, also da nicht wundern. Aber alles andere ist nicht geschwärzt. Also das ist der Originalvertrag. Ja, persönliche Daten sind halt alle da rausgenommen. Das heißt, ihr könnt sehen, was aktuell die Vermietung, was der Mietzins aktuell ist, weil das ist ja nachher dann das, wo wir uns so messen müssen, wo wir sagen müssen, okay, das Objekt, was hat er für Miete verbracht? Dann ist der zweite Punkt, ich habe das Inserat aus ImmoScout24 konserviert. Das heißt also, dann kannst du ja mal sehen, das Objekt wurde ja zuerst von uns ja was angeplant, weiter zu vermieten in der regulären Wohnraumvermietung, also das heißt eine leere Wohnung mit der Pantry-Küche wohlgemerkt ist da drin, die man aber austauschen muss. Die ist halt, ja, die ist 30 Jahre alt. Also, das ist ein Bau, ich glaube, Baujahr 92. Es ist die Erstküche drin. Das heißt also, es ist eine Küche drin, die halt jetzt fast 30 Jahre alt ist und ja, so sieht die auch aus. Ne? So, und das heißt also, wir können mal gucken, was wir das Objekt hätten vermietet, wenn wir es jetzt auch rein marken lassen hätten. Ja, und dann würden wir, denke ich mal, glaube ich, auch die Stunde schon ziemlich schnell voll haben. Ich befürchte, dass das soweit, glaube ich, schon gefüllt ist. Danach kennen wir natürlich mal die Next Steps. Also, wie geht es dann für nächste Woche weiter? Welche Tätigkeiten, was ist da zu tun? Was ist die Planung? Wo gehen wir hin? Was ist als nächstes zu erledigen? Und natürlich, wir hatten letzte Woche ja den ersten Call dazu. Wir hatten da schon festgemacht, wenn ihr Fragen habt, bitte alles in die Kommentare rein. Wenn was unklar ist, was zu schnell ist, wir werden auf jeden Fall, wenn wir mit unserem Thema durch sind für heute, extra noch einen Blog hinten dranhängen, wo wir alle Kommentare durchlesen und alle Fragen beantworten.
Das heißt also, wenn was unklar ist, wenn du etwas ja, zu schnell war, wenn was vorausgesetzt wurde an Wissen, was vielleicht nicht so ganz klar ist für dich oder vielleicht irgendwie unschlüssig ist, stell jede Frage in die Kommentare. Wir würden auf jeden Fall da drauf schauen und spätestens im letzten Block, also sprich, wenn alle Themen durch sind, so eine Q&A, so eine Fragenrunde halt quasi hinten dran hängen, wo wir halt ja, alle Fragen beantworten. Dabei wäre es auf jeden Fall gut, wenn du bis zum Schluss bleibst, weil wir hatten im letzten Call auch mehrere Fragen, wo wir halt, wir mussten halt versuchen zu erraten, was damit wohl gemeint sein könnte, weil die Frage nicht so ganz klar gestellt war. Jetzt war der Frager zum Beispiel im Moment nicht mehr online. Das heißt, wir konnten jetzt auch nicht die Frage im Detail nochmal klären. Daher wäre also, wäre es gut, wenn du eine spezifische Frage hast, unbedingt in die Kommentare reinstellen. Aber bitte bis zum Ende bleiben, falls, also zum einen natürlich, weil dich wahrscheinlich die Antwort auch interessiert, gehe ich mal ganz klar von aus. Und zum anderen wird es natürlich auch gut sein, falls es dazu noch Unklarheiten gibt, wenn wir die Frage falsch verstanden haben, wenn wir Rückfragen haben. Oder oft hat man ja auch, dass man eine Frage stellt und daraus sich eine Folgefrage ergibt. Ne? So, diese Möglichkeiten hast du natürlich nur dann, wenn du halt auch dann da bist zu der Zeit. Wir haben letzte Mal ziemlich genau eine Stunde gebraucht. Also stelle ich so darauf ein, dass wir dann dementsprechend auch so eine Stundensession jeweils machen werden. Ja, soweit zu mir. Kevin, du bist auch da. Hallöchen, ja, ein langer Monolog, aber sehr schön auf den Punkt gebracht, was wir vorhaben, was wir gemacht haben die letzte Woche. Was noch kommen wird, wird auch spannend. Da muss ich dann fleißig sein. Jetzt ist die Vorarbeit soweit geleistet. Ich bin selber super gespannt, mal so hinter die Kulissen von Mietrendite und dem ganzen Eigentums. Rechnungen zu schauen. Meine Rechnung kommt dann nächste Woche. Da gucken wir mal, dass wir die Kalkulation zumindest auch grob zeigen. Das zu erklären, wie man das macht und wie das zustande kommt, ist wahrscheinlich ein bisschen zu komplex für so eine Stunde live. Aber dann bringe ich auf jeden Fall mal auch die meine Zahlen mit. Mit bisschen Glaskugel wegen Corona und wir wissen nicht genau, wohin es geht, zumindest am Anfang des Jahres 2021. Aber genau, ich würde gar nicht so viel schnacken wollen. Alle, die jetzt das erste Mal zuschauen, kennen mich vielleicht noch nicht. Wir sind ja auch auf deinem Kanal live. Mein Name ist Kelvin, für alle, die zuschauen. Und ich bin Airbnb-Vermieter seit etwas über einem Jahr, ungefähr anderthalb Jahren. Habe ziemlich viel dazugelernt in in dieser Zeit und konnte ganz offensichtlich auch jemanden, der vorher nicht dafür zu begeistern war, nach einer Stunde Gespräch überzeugen, das doch wenigstens mal auszuprobieren. Und genau, so bin ich mit Christian zusammengekommen. Wir haben ein Podcast-Interview gemacht für unsere Podcasts jeweils und sind ins Gespräch gekommen, haben uns ausgetauscht und jetzt sitzen wir hier, haben ein gemeinsames Projekt vor uns. Und ich freue mich jetzt mit euch gemeinsam die Bilder durchzugehen, weil dann für diejenigen, die uns tatsächlich schon 2, 3 Minuten länger verfolgen, die Podcasts vielleicht gehört haben oder beziehungsweise dein, unserer kommt ja am Mittwoch online, wo du zu hören bist. Da bin ich auch sehr auf Feedback gespannt. Und ansonsten, ja, nicht lang schnacken, sondern jetzt direkt mal in die Bilder reinschauen, mal gucken, was gemeint ist mit die Küche muss raus, warum die Küche raus muss, der Boden, was es da so für Gegebenheiten einfach im aktuellen Sachstand gibt. Genau, und was vielleicht auch noch zur Herausforderung werden könnte. Sehr gerne. Am besten mache ich mal gerade meinen Bildschirm frei. Dann könnt ihr sehen, was ich sehe. Ich mache zack. So. Siehst du jetzt mein Bildschirm? Jo. Perfekt. Also, ich habe hier ein paar Fotos gemacht. Neben dem Film natürlich. Ja, gut, das ist jetzt nicht sehr aussagekräftig. Ist die Abstellkammer. Badezimmer. Wie gesagt, wir haben Baujahr 92, das heißt so helles innenliegendes Bad. Sehr ungünstig ist auf jeden Fall momentan die Lösung mit diesem Duschvorhang, finde ich. Also Duschvorhang ist halt allgemein, ja, du hast das Problem, da sieht man hier oben nicht genau, der hat halt hier die Befestigung zur Decke hin. Das heißt, Ja.
Vorhang nie wirklich ganz aufmachen, weil er immer über Eck quasi hängt, ne? Weil die Hälfte der Ringe nach links, die Hälfte der Ringe nach rechts weggeht. Ne? Das ist halt immer so. Und ich finde, Duschvorhänge, das hat das, wenn die warme Luft kommt von der warme Luft, die richtig feucht ist, dann zieht es die so richtig am Körper dran, die kleben da richtig an den Beinen fest. Ne? Das ist auch so beim Duschen immer so ein sehr, sehr ekliges Gefühl. Ne? Deswegen, also da wir auf jeden Fall, werden wir auf jeden Fall da eine schöne Kabine reinsetzen, ne? Mit Echtglas oder so. Das denke ich mal auf jeden Fall. Genau, ansonsten Stand-WC habe ich jetzt hier nicht, aber ist im Video, auch, wenn ihr genau wissen wollt, also im Video ist alles nochmal ausführlich erklärt, das geht über 12 Minuten. Da sind nochmal alle Details dazu. Stand-WC werden wir auch austauschen. Das Ding ist halt bei denen, die haben eine Beschichtung. Das ist ja Keramik mit einer Beschichtung. Willeroy-Boch wirbt ja damit, dass ja die Beschichtung ja eine ganz, ganz harte und feste ist, die sehr lange hält. Aber die löst sich halt irgendwann immer ab. Und wenn sich ablöst, dann sieht man immer so Laufspuren dabei. Das heißt, das hast du immer typischerweise da, wo lange Wasser steht. Das ist meistens unten, wo der Wasserpegel drin ist. Und da, wo hinten das Wasser rausläuft, da siehst du halt immer so Laufspuren dabei. So, jetzt muss man aber auch sagen, Stand-WC austauschen, ich weiß nicht. Also günstige Stand-WC, glaube ich, kostet, glaube ich, 19 Euro im Baumarkt oder sowas. Also ist jetzt kein Invest, wo man sagt, oh mein Gott oder sowas. Also selbst wenn du ein besseres nimmst, wir verbauen gerne von Willeroy & Boch die Dinger. Die einfachen kosten, glaube ich, mit 55 aufwärts. Ne? Montagekit dazu und alte Entsorgung einbauen. Das ist, wenn du Glück hast, passt die Bohrlöcher vorher. Das ist also keine Magie, das zu machen. Das ist also keine besondere Geschichte dabei. Das wir auf jeden Fall tun. So, gehen wir zum nächsten Bild über. Ja, Heizkörper ist da drin. Handtuchhalter ist schon befestigt. Habe ich noch was Spannendes dabei? Ja gut, hier sieht man es nochmal, das andere dabei. Hier ist einmal oben so ein Abschwerventil. Der muss da sein. Hier ist eine Wasseruhr drin. So, hier das Teil hier müssen wir auch erneuern. Das ist halt, ne, also zum einen, da gehört eine Duschstange dran. Ne? Das Ding ist halt auch, ja, in die Jahr Tage kommen, sage ich einfach mal, ist halt nicht mehr so schick. Und spannend ist hier, das sieht man am Video auch ziemlich gut, hier ist so ein Bohrloch. Das sieht man hier am Video deutlich besser. Ich gehe davon aus, dass er das ganz viel Glück hatte, dass er das Rohr hier nicht erwischt hat, weil das Rohr müsste entweder im Rechtwinkel nach oben gehen oder im Rechtwinkel nach unten. Das heißt, er müsste ziemlich genau daneben gebohrt haben. Ich weiß, ob er es wusste. Ich vermute, er hat einfach Glück gehabt, ne? Dass er jetzt nicht das erwischt hat, weil wenn er das erwischt, da ist der Druck drauf. Ne? Das Ding, das spritzt sofort Wasser aus der Wand. Das ist unangenehm, wenn du sowas erwischt. Ne? Das ist kein kleiner Wasserschaden, der dann entsteht, weil das spritzt richtig dann aus der Wand raus. Ne? Shit. Eine Frage ganz kurz dazu, wenn wir da schon sind und gerade durchgehen. Ja. Haben wir eine Möglichkeit, da eine schöne Duscharmatur anzubringen, oder ist das aufgrund der Wasserstandsleser und des Ventilabstellers schwierig, was Höheres zu machen? Also so, ich mag gerne Regenduschen, kriegt man auch schon für wenig Geld, 80 Euro oder so. Dann schön in Schwarz, da muss die Putzkraft nicht ganz so viel polieren. Wäre jetzt nur eine Idee gewesen, eine erste. Ja, hast du recht. Also sieht auf jeden Fall auch, macht mehr her. Diese sehen auch schöner aus. Aber das Ding ist halt, der Anschluss ist momentan ja, hier sind die beiden Anschlüsse, kalt und warm Wasser. Und ziemlich genau hier in der Mitte läuft ja quasi, das würde es ja hochlaufen. Ne? Wenn ich jetzt die Linie einfach entlang laufe, ich glaube, ich bin ziemlich gerade, dann wirst du auf jeden Fall diese Abdeckung zumindest von dem Wasserzähler wirst du auf jeden Fall im Weg haben. Und eventuell noch oben von diesem Absperrventil. Ich weiß nicht genau, ob das vom Platz her, das müsste man vielleicht mal ziemlich genau ausmessen, könnte auf jeden Fall eng werden. Ne? Das andere wäre, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, lass uns einfach mal hier die Armatur nach darüber tun. So, klingt immer so easy, aber hat meistens eine komplette Batzradierung mit sich. Weil die Rohre, wie gesagt, die laufen jetzt ziemlich wahrscheinlich einmal hier entlang, dann geht einmal ein Rohr hier rüber, dann läuft hier das Warmwasserrohr her. Ja, da oben ist ja auch das Abschwerventil dabei. Das heißt, du müsstest ja mal, hier läuft die Wasseruhr her auch, das heißt, hier müssen ja wieder Rohre herlaufen. Du müsstest also quasi einmal hier komplett aufmachen, du müsstest dir die Rohre einmal hier rüberlegen, die Armatur darüber hängen. So, das heißt, du machst damit auch jede Menge Fliesen kaputt. Dann ist das noch so, es ist noch eine Emaillendusche. Oft, egal wie du abklebst, wie du abdeckst, mit wie viel Fließ du draufpackst, oft fällt ein Stein runter oder du hast halt so kleine Steine unter den Schuhen, womit das zerkratzt und so weiter. Also in der Regel sagen wir, wenn du an die Rohre dran gehst, heißt das in der Regel, alle Fliesen runter und dann alles neu. Ne? Also das ist auf jeden Fall mit viel Aufwand verbunden. Ja, verstehe.
Wenn wir Glück haben, passt es ja vom Abstand her. Also wie gesagt, wenn ich jetzt einfach so gerade Linie ziehe, wird dann auf jeden Fall die Abdeckung über dem Weg sein. Aber wenn wir Glück haben, ist ja, muss halt gucken, wie dick das ist, wie viel Abstand da von der Mauer weg ist. Ne? Ja, Eventuell, schauen wir. vielleicht gibt es auch verschiedene Modelle von diesen Rainforest-Duschen oder so, die halt das weniger Abstand haben. Maybe. Wir werden es sehen, würde ich Ja, wir sagen. schauen, Genau. genau. Ansonsten hätte ich jetzt die Armatur jetzt eins zu eins ausgetauscht, also einfach so eine Armatur einfach mit ausgetauscht und natürlich den Schlauch und halt das Brauseset halt neu, ne? Und eine Duschstange dazu. Ja. Ja, das wäre Standard. Gut, ob wir das Ding hinkriegen, müssen wir halt schauen. Hier ist Waschbecken. Waschbecken sieht sehr frisch aus, ne? Sieht sehr gut aus. Ja gut, hier ist noch so ein kleines, ja, so ein Licht, wie man früher hatte, und so ein einfacher Spiegel. Und das Spiegel ist, sieht man ja hier, das sind diese wirklich einfach, das ist wirklich nur das Glas. Ne? Das Glas ist dann also an vier Ecken hier befestigt hier. Ne? Also wirklich so, wie man es früher hatte. Also das war noch die Generation, bevor Spiegelschränke halt üblich waren. Ne? Ja gut, ich finde Spiegelschränke aber auch nicht üblich, muss ich sagen. Also ich sehe es immer wieder. Ich brauche es nicht. Ich glaube, für die Vermietung braucht man es auch nicht, gerade wenn man eine Ablage unten drunter hat. Was ich immer schön finde, sind Spiegel mit integriertem Licht. Dann hat man diesen Schladderadatz oben nicht. Das ist in der Regel eh nur ein Staubfänger. Genau. Aber da kann man auch gucken, kriegt man auch günstig für 50, 60 Euro. Ich bin bei dir, vor allem, wie du schon sagtest, wir haben hier eine Vorwandschale, das heißt, wir haben ja hier eine Ablagefläche oben drauf. Ne? Das heißt also normalerweise, ich weiß gar nicht, was Waschbecken wird da 60 sein. Das heißt, ich habe bestimmt einen Meter hier Ablagefläche. Da kann ich mehr als genug mein Rasierzeugs, mein Deo, meine Zahnputzsachen, kann ich ja ohne weiteres draufstellen. Hast du recht, im Prinzip Spiegelschrank ist gar nicht so notwendig jetzt in der Situation. Genau. Stimmt. Okay, next one ist der Balcony. Wir haben für die Größe dieses Apartments, da sind wir bei 26 Quadrat, haben wir einen ganz schön großen Balkon dran. Der ist hier, das sieht man vielleicht nicht so gut, der ist mit so einem Edelstahl, mit diesem geriffelten Edelstahl ausgelegt, also der ist rutschfest. Ja, ich glaube, ich habe gestern aufgemessen, was habe ich noch da? Der, 1,30. genau, 1,33 tief. Ich habe immer die Innenmaße genommen. Also ich, sprich, das ist ja mal gekantet. Ne? Also ich habe wirklich also nur die schlechtesten Maße, also die Mindestmaße genommen quasi. Ne? Das ist 1,33 und Breite habe ich 3,88. Also eine vernünftige Größe. Ne? Erst recht für die Größe von diesem Apartment ist das schon eine ganz ordentliche. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Ne? Stimmt, ja, das ist wirklich sehr praktisch. Unten ein gibt es bei IKEA auch so Holzfliesen, die kann man noch drauflegen, dann sieht das direkt gemütlicher aus. Ein schöner Balkonsichtschutz und zwei Blumenkästen, die man da cool draufstellen kann. Gibt es ja mittlerweile auch mit dieser Aussparung, wo man sie einfach hinhängt, sozusagen. Und schon hat man für, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal 100 Euro eine echt richtig gemütliche Ecke. Dann noch zwei Holzstühle, ein Holztisch hin. Und dann ist das schon was Feines. Ein Balkon ist auf jeden Fall immer super für die Vermietung, für die Leute, die jetzt aus diesem Bereich kurz zuhören, einfach weil es ja für die ganzen Raucher, ne? Es ist halt für die Raucher super, aber auch für die Leute tatsächlich mit Tieren, mit Hund oder so. Ich weiß nicht warum, aber ganz viele Tiere genießen das irgendwie abends vor allem sich rauszulegen, wenn es warm ist. Und die Kühle damit zu nehmen. Also von daher ist das immer ein riesen Pluspunkt, sowieso bei der Vermietung. Also bei der regulären ja auch schon, aber auch bei der Kurzzeitvermietung ist es ein riesen Plus. Wenn man jetzt nicht gerade erlauben möchte, dass drinnen geraucht werden darf, dann ist das immer eine super Lösung. Also absolut, kann ich bestätigen, bei uns ist auch, dass das Feature Nummer eins bei regulären Vermietungen, was gefragt ist, ist echt der Balkon. Ne? Also ich bin der Meinung fast, dass es ein bisschen überbewertet wird, weil das wirklich erste Feature ist. Und wenn man sich die Balkone anguckt, meistens werden die nur genutzt als, keine Ahnung, Kasten Bier und Kasten Wasser raus, also nur halt zum Kühlen oder sowas. Oder halt für die Raucher. Ne? Aber es ist echt so, also in regulären Vermietungen ist Balkon ist auf jeden Fall das nachgefragteste ja, Extra oder Zusatz, was man auf jeden Fall momentan hat. Ja, das stimmt. Okay, so, dann haben wir eine Abstellkammer. Die haben wir gerade kurz schon gesehen. Genau, also hier, Badezimmer haben wir gerade gesehen. Hier ist die Wohnungseingangstür. Hier kommst du rein. Hierhinter verbirgt sich die Pentiküche quasi hinter der Wand. Hier ist so eine kleine Abstellkammer. Und hier hinter uns in dem rechten Bereich befindet sich quasi der Wohn- und Schlafraum zusammen. Ne?
Das ist im Prinzip schon alles, was man an der Wohnung hat. Ne? Wie gesagt, 26 Quadrat, da gibt es halt nicht viel. Was man hier schon sehen kann, das hatte ich auch auf jeden Fall vor in meiner Liste genommen. Aufgabenteilung ist ja, ich mache mehr das Technische und Kevin macht mehr das den Einrichtungspart. Und was man hier halt hat, ist, man sieht ja auf jeden Fall, wenn man sich die zwei Schalter hier anguckt und da unten die Telefondose, Schaltermaterial austauschen. Das machen wir total gerne, weil das Ding ist dabei, wenn jetzt unten diese Dose siehst, die ist total vergilbt. Ne? Ich weiß, ich war nicht Rauchhaus, also es riecht auf jeden Fall nicht nach Rauch, sagen wir es mal so. Ne? Die ist einfach vielleicht wegen Sonneneinstrahlung oder ich weiß nicht warum, die ist so vergilbt. Aber wenn jetzt mal nur das sich anschaut, das sieht ja total uneinladend aus. Das sieht ja total abgenutzt, abgerockt aus. Das will man vielleicht in so einem Ghetto-Bude oder was vermuten. Was wir jetzt machen ist, wir tauschen Material, das Schaltermaterial aus. Das heißt, in dem Fall würde auf jeden Fall, wenn es geht, nur die Abdeckung kommen. Das geht meistens aber nicht. Die meisten Hersteller nehmen alle so Spezialverformungen da drin, dass du es nicht austauschen kannst. Ne? Das heißt, in der Regel musst du auch dann das Gegenstück, also sprich die Dose in der Wand selber, musst du wahrscheinlich auch austauschen. Aber selbst wenn, so ein Schalter kostet, glaube ich, irgendwie 2,50 €, der Steckdose, glaube ich, 3,15 €, Telefondose kann er 5 €. Und ja, wir sind bei der Größe, da sind, glaube ich, irgendwie 6 Steckdosen und 4 Schalter oder sowas. Also da hast du mit, weiß nicht, maximal 40 € hast du ein komplett neues Set da drin. Was halt auch neuwertig aussieht, es ist halt auch dann hell, es ist weiß, also ne, sieht halt einfach unbenutzt aus, sieht sauber aus, sieht gepflegt aus. Und wir kaufen ganz gerne, und da bin ich schon öfter gefragt, weil ich die immer empfehle, von Bouchegger die. Ich kriege dafür nichts, wo ich sagen muss, leider, ich fände es gut, wenn wir das sponsern würden, weil ich die ja nur verbaue, wenn ich die Wahl habe. Das bei den super ist, wenn die mal schmutzig sind, die nehmen wir mit, packen die Spülmaschine im Büro. Ne? Die kannst du ohne weiteres Spülmaschine reinpacken bei 60 Grad. Vor allem, wenn du welche hast, wenn jemand auszieht und ab und zu hast du ja in den Fliesenbereich, in der Küche, in der Küchenzeile, hast du halt auch schon mal Steckdosen drin. Und wenn da in der Nähe so ein vielleicht jemand seine Kochfelder hatte und dann viel gebraten hatte, dann hast du ja diesen ganz viele Fettspritzer dabei. Kriegst du super raus. Einmal, ja, abschrauben, in der Mitte ist so eine kleine Schraube, da einmal kurz die Konterschraube rausnehmen, ja, in die Spülmaschine reinpacken und fertig. Ne? Das Ding sieht danach aus wie neu. Ja, also krass. Also mein Tipp an der Stelle wäre jetzt, nicht viel Geld in die Hand nehmen für eine neue Telefondose. Oder du nimmst das Geld in die Hand und verbaust sie nicht und machst es einfach zu. Brauchen wir, denke ich mal, nicht in der Kurzzeitvermietung. Weiß nicht, was man damit sonst machen könnte. Aber dass man es halt einfach abdeckt. Wahrscheinlich kommt dort eh eine Garderobe an die Stelle. Das ist einfach wie dafür gemacht, eine Garderobe dorthin zu stellen. Diese Ecke. Genau, das wäre jetzt der Gedankengang, den ich hätte, weil dann kann man über die Steckdose ziemlich cool den WLAN-Router anschließen, falls wir das machen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es da machen mit WLAN. Gucken wir mal, vielleicht haben wir da ja auch noch ein Pilotprojekt vor uns. Genau, aber ansonsten, Telefon brauche ich nicht. Ja, bin ich ja bei dir durchaus. Nur ich habe es halt gerne so. Wir haben ja meistens so ein Long-Term-Sicht. Das heißt also, ich gucke mir gerne das auch über mehrere Jahre an. Und im Immobilienbereich hast du halt immer Investments über 10, 20, 30 Jahre. Ne? Oft laufen auch Finanzierungen über 30, 35 Jahre vorweg zum Beispiel. So, wenn wir jetzt sagen wir mal zum Beispiel in 2021 Kurzzeitmiete reingehen, aber in 2028. Ne? Also in der Zeit, wo ich nie mehr wieder weiß, dass da mal eine Dose war, wieder drauf komme und sage, nee, jetzt Familie ist wieder regulär und dann die Dose suchen muss, das ist halt mal ein bisschen blöd. Ne? Deswegen ist das in meiner Möglichkeit so universal wie möglich, weil alles, was du jetzt verbaust, ja, das kannst du dokumentieren, du kannst auch Fotos machen, du kannst das beschriften, du kannst, weiß nicht was machen, finden wirst du es zu 99% nie, wenn es in 8,5 Jahren brauchst und dann Elektra da steht und sagt, so, wo war die Dose jetzt? Oder welche waren wie aufgelegt oder so? Ne? Welche Ader muss ich wo auflegen? Das weißt du nachher nie wieder. Ne? Das kriegst du nicht mehr zusammen. Ja, okay. Und daher wird, also ich würde auf jeden Fall das immer möglichst universal erhalten, weil damit verbaust du ja nichts. Ne? Wie gesagt, die Dose lass die von mir aus 10 € kosten. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich in 8 Jahren dann dafür 3 Stunden Elektromeister bezahlen muss, bis der mir die Schleifendurchmessung hat, durchs ganze Haus gemacht hat, weil er nicht weiß, wo er was auflegen muss, dann bin ich, glaube ich, günstiger dabei, das jetzt einzubauen. Ne? Also
Ja, wäre jetzt also meine persönliche Sicht dabei. Ich würde es also von daher universal möglich lassen und dann unbedingt ja, so herstellen, wie es jetzt aktuell ist. Dafür bist du der Mann fürs Technische. Okay. So, dann haben wir noch ein neues Foto. Eingangsbereich, da sieht man schon ein bisschen hier eine Sprechanlage. Die Tür hat hier oben schon einen Obenschließer. Das heißt, die Tür fährt eigentlich von alleine ins Schloss, was gerade nicht funktioniert, aber das muss man nur einstellen. Da sind zwei Stellschrauben dran. Und hier ist so eine kleine Küchenzeile drin, so eine ganz klassische, mit so links zwei Plattenkochern und rechts Waschbecken drin und darüber zwei Hängeschränke. Hier ein Kühlschrank drin und rechts halt noch so ein weiterer Schrank. Ne? Genau, ansonsten nicht viel zu sehen außerdem. Oder hast du noch was dazu? Nee, bei der Gegensprechanlage müssen wir mal gucken, ob das Smart Home System funktioniert. Vielleicht kannst du mir, wenn du das nächste Mal drinne bist, das hat ja jetzt noch ein bisschen Zeit, aber nur mal den Hersteller sagen, dann kann ich das schon mal recherchieren. Und nö, ansonsten habe ich nichts zu der Perspektive zu sagen. Okay, perfekt. Ja gut, Designerlampe. Die Lampe wäre wahrscheinlich, die wird wahrscheinlich durch eine andere deiner Wahl ausgetauscht. Ja, vermutlich reicht da ein ganz, ganz üblicher stinknormaler Deckenleuchter. Da hat man, ich kenne das selber aus dem Eingangsbereich in der Küche, mit Hängelampen hast du immer das Problem, dass die Tür ja eine Spannweite hat. Gerade bei kleinen Wohnungen wirst du damit kollidieren. Kannst du fast nicht umgehen, außer du legst sie weiter hinten, aber da brauchst du sie ja nicht. Deswegen kommst du da mit einer Deckenleuchte immer am besten. Am besten eine, wo du so drei Strahler versetzen kannst, wie du es gerade brauchst. Dann ist die Küche auf jeden Fall hell ausgeleuchtet und genau, man hat kein Problem mit der Tür. Okay, gehen wir weiter. So, haben wir nochmal den Eingangsbereich. Da sieht man es hier ein bisschen genau, die Küche. Also man sieht ja auch schon hier diese Drehknöpfe da dran. Wie gesagt, diese Kochfelder, das ist ja noch vor Ceran. Also für die Leute, die jetzt das noch nicht kennen oder ne, es gab mal sowas, das wurde richtig heiß, ne, war aus Metall. Und das ist das. Ansonsten die Armatur, die hier drauf ist, ist auch nicht mehr State of the Art mit links und rechts jeweils ein Knauf. Ne? Gibt es auch mittlerweile als Lösung, wo man so einen Einarmmischer hat und so weiter. Ne? Genau. Aber wie gesagt, also die Küche, die ist halt eh. Ne? Das ist halt, die wäre eh fällig. Die ist halt in die Tage gekommen. Ne? Genau, hier den Hersteller sieht man jetzt leider nicht da drauf. Aber wenn ich nächstes Mal da bin, dann gucke ich auf jeden Fall mal gerne nach, was das für ein Hersteller von dem Sprechanlagengerät ist. So, dann habe ich hier noch eins, nochmal Nahaufnahme von der Küche ein bisschen. Ja, wie gesagt, man sieht es halt auf jeden Fall, ist eine Weißmatte. Man sieht es auch hier in diesem Spalt, dass auch schon die Farben halt sich ein bisschen, also ja, ich wiederhole mich ja nur, ne? Also wie gesagt, die Küche ist halt in die Tage gekommen, die ist halt 30 Jahre alt, für eine Küche ist das schon sehr viel, ne? Und von daher, also die müssen wir auf jeden Fall rausmachen. Ja, hier sieht man auf jeden Fall auch gut, was du erwähnt hattest mit den Fugen. Was du im Video gesagt hattest, das sieht man Genau. auf der Aufnahme auf jeden Fall ganz gut. War auch ganz spannend für mich, weil das kenne ich ja auch nicht, so diese Hintergrundinformationen. Ja, also jetzt ist im Bereich Waschbecken ist das jetzt nicht so krass, weil da hast du halt, weiß nicht, ne, du hast jetzt nicht so viel Wasser, aber in Sachen Duschen und Badewannen ist das echt sehr, sehr häufige Wasserschadenursache. Vielleicht nochmal für die, die das jetzt nicht mitgekriegt haben, weil das Video nicht kennt, also wenn man hier genau an den Fugen entlang guckt, also du siehst ja hier, das Ding ist ja also eine Edelstahlplatte aus einem Stück und das ist an eine Wand gestellt. Und dazwischen Wand und der Edelstahlplatte ist normalerweise eine dünne Fuge aus Silikon oder Acryl, meistens mal Silikon. Und die bezeichnet man im Fachjargon als dauerelastische Fuge. Das ist so ein Gummi, wird mit der Zeit porös und wird dadurch brüchig und damit ist halt kein Kontakt mehr da. Man sieht es ja auch ziemlich. Oder ja, guck das Video auf jeden Fall, da sieht man es genau. Da kannst du es in so einer Nahaufnahme sehr gut sehen. Es ist so, dass der Kontakt halt nicht mehr da ist. Das heißt also, die Silikonfuge soll eigentlich abdichten. Wenn Wasser von den Fliesen runterläuft, soll es ja auf der Platte draufbleiben. Und das passiert nicht mehr, jetzt läuft es halt dahinter. Das Fiese ist, du merkst das echt nicht. Ne? Und meistens, wenn du es merkst, ist es schon viel zu spät. Ne? Weil das läuft dahinter, das läuft dahinter, das läuft dahinter. Bei Küchen ist es oft so, der Korpus ist meistens, also Korpus ist das Gestell von diesem Schrank, der ist meistens aus Holz. Du merkst es immer, dass die Küche anfängt zu wackeln, weil das Holz,
saugt ja quasi Wasser auf, es schimmelt nach und nach weg. Meist also nur Pressspanholz, was dahinter steht, das sieht man ja nicht. Und dann merkst du erst dann, wenn du das Holz verschimmelt ist und quasi die Küche anfängt so leicht zu kippen, weil sich dieses Pressholz sich nach und nach auflöst. Ne? Und dieser Effekt ist aber viel schlimmer bei Badewannen oder bei Duschen, weil da hast du natürlich ganz andere Wassermengen, die du halt da runterlaufen. Wenn du duscht, ne, dann läuft halt viel mehr Wasser die Fliesen runter und dann läuft es halt zwischen Fliese und Duschtasse oder Wanne, läuft es halt unter. Und das siehst du halt nicht. Dann ist meistens darunter der nackte Estrich. Da ist nichts versiegelt, kein gar nichts. Das heißt, das geht langsam ins Mauerwerk rein, in die Geschossdecke und kommt dann irgendwann in der Etage unten runter raus. Ne? Und du merkst es erst dann, wenn es halt unten rausgekommen ist. Also sprich, wenn der Nachbar unten runterkommt und sagt, hier mal, ich habe eine nasse Decke. Ne? Ja. Das genau. Daher immer drauf gucken, das kostet nicht viel. Silikonkartusche kostet günstige, glaube ich, kriegst du schon für 1,99, gute für 7, 8 Euro. Ne, das einmal nachziehen, das ist echt, also unbedingt drauf achten. Das ist kein großer Aufwand, aber man kann sehr viel Ärger damit ersparen. So, jetzt stehen wir quasi mit dem Rücken zur Tür. Links ist Badezimmer und rechts geht es zur Küche. Und da sieht man den Balkon und hier ist halt quasi der ja, Wohn- und Schlafbereich dabei. Genau, wir haben einen großen Heizkörper im Raum, sonst ein paar Steckdosen, ein paar Schalter und das war's. Sag nicht und das war's, weil das ist so eine schöne große Fensterfront. Die hast du ganz außen vor gelassen. Also die macht es halt wirklich hell, wohnlich und es wirkt größer. Das stimmt. Das stimmt, ja. Hast du recht. Es war da bewölkt am Regnen, als ich da war. Also, ne? Aber hast du recht. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Tageslicht kommt rein. Man sieht ja auch, dass die Fenster sehr tief bis zum Boden gehen, ne? Das ganze Element. Auf jeden Fall. Also das macht wirklich viel Tageslicht rein. Ist auf jeden Fall sehr angenehm, ja. Genau. Sonst, da ist noch... Kelvin, wie du siehst, ist ja noch dann hier so ein Vorhang und so ein Verdunklungsrollo drin. Ich vermute, das wird aber alles nicht deinen Ansprüchen genügen. Ne? Das ist nicht dein Farbstil. Ja, ich habe das schon gesehen in dem Video und habe tatsächlich überlegt, mit dieser Farbe zu arbeiten, weil die Farbe ist ja an sich auch ganz cool. Müsste man halt nur mal schauen, ob man abseits von Wandfarbe noch mehr solche Accessoires auf dem Markt findet, die in diese Richtung gehen. Dass es dann sinnig ist. Aber prinzipiell ist die Farbe auch mal cool, sowas auszuprobieren. Harmoniert ja genauso gut mit Anthrazit, mit schönen warmen Brauntönen oder so, harmoniert das trotzdem sehr, sehr gut. Von daher kein absolutes No-Go. Das sind dann eher die Vorhänge, die auf dem Boden hängend vorzufinden sind. Also die finde ich schlimmer tatsächlich. Mhm. Nee, aber müsste man mal gucken. Von der Funktionsweise, wenn die tadellos funktionieren und gut aussehen, wenn sie unten sind oder so, kann das ja tatsächlich einfach eine Alternative sein, die bleibt. Genau. Okay, also Funktion habe ich jetzt nicht geprüft, aber das würde ich dann tun. Also wenn du sagst, dass das erstmal nicht grundsätzlich kategorisch abgelehnt wird, dann da muss man schauen. Also das weiß ich nicht. Ich würde jetzt unterstellen, dass sie funktionieren sollten, weil die wurden ja bis vor kurzem Benutzung, aber wer hat probiert, habe ich es nicht. Also, und die Lampe ist zum Beispiel auch cool für die Küche. Könnte man auch recyceln. Okay, da sind solche Halogenstrahler drin, wenn ich richtig sehe, ne? Ja, kann man ja durch LED austauschen. Das sollte ja gehen. So. Das sind, genau, ja, sind Halogenstrahler, ne? Drei. Ja. Okay, gut. Und dann haben wir nochmal Wohn- und Schlafraum dabei. Ja, jetzt gibt es halt nochmal hier links die Ecke. Hierauf kann man auch schon sehen, wir hatten ja schon mal den Boden kurz angesprochen gehabt. Also der ist auf jeden Fall, man sieht es hier auch ziemlich gut, da mal unterbrochen. Der ist sehr, sehr schlecht verlegt. Das heißt, der war ja vom Stil her ähnlich das, was wir dann haben wollten. Man sieht es ziemlich genau, auch besser. Der ist auch an vielen Stellen auch wellig. Der ist auch nicht passend gelegt. Man sieht es hier an dem Fenster zum Beispiel, dass das aufs Element draufgeklebt wurde, dass man da quasi nicht passend geschnitten hat, sondern man hat einfach so, wie es kam, halt ausgelegt. Also der käme jetzt eh dann raus. Aber wie gesagt,
Der muss auf jeden Fall raus. Der ist stark verklebt, habe ich nur gesehen, als ich vor Ort war. Genau, das noch zum Boden dazu. Da müssen wir halt gucken, wahrscheinlich auch einen neuen Boden rein. Hast du irgendeine Tendenz? Bei uns ist bei Vermietung regulär irgendwie so, die Tendenzen gehen dann Richtung Laminat oder Vinyl. Was sagst du dazu? Also ich liebe ja Holzboden, aber ich weiß, dass das in der Regel unwirtschaftlich ist, das zu legen. Von der Effizienz, damit eventuell auch den kompletten Raum, also Küche und Wohnzimmer machen könnte, würde ich jetzt aus dem Bauch heraus, auch wenn ich nicht ganz so viel Ahnung von Vor- und Nachteilen in dem technischen Part habe, sagen, Vinyl ist langlebiger und ergiebiger für dich, wenn du Langzeitinvestment im Auge behältst. Aber das ist auch nur mein Laienverständnis. Okay. Von wegen, das arbeitet nicht so viel mit Wasser und ne, also das Ja. ist Nee, Vinyl ist auch, ist, was Vinyl halt, finde ich, angenehm macht. Vinyl ist ein bisschen teurer als Laminat, aber Vinyl hat, ist immer, hat eine gewisse Wärme. Laminat ist eigentlich immer kalt, wenn du drauf läufst. Vinyl hat, also zum einen, es ist weicher und es ist halt wärmer, ne? Also deswegen finde ich eigentlich Vinyl. Hat einen Mehrpreis, ja, aber ich finde, das ist auch gerechtfertigt und das wert, weil du halt dafür auch was Besseres kriegst. ja, okay. Ja, genau. Okay, so, dann habe ich hier nochmal Wohn- und Schlafraum. Ja, nochmal von der Ecke fotografiert. Hier sieht man nochmal die Vorhänge. Weil ja, Vorhänge ist ja mit diesen Vorhängen, die halt bis zum Boden gehen, das ist halt, ja, nicht ganz so trendy und passt eben auch nicht ganz vom Stil rein. Hier ist, glaube ich, ist mehr so modern, glaube ich, gefragt, ne? Ja. Okay, so, und ich hab noch eins und dann sind wir die Fotos auch schon alle durch. Und hier ist auch quasi die Wand, die jetzt noch offen war. Also hier links geht es zum Badezimmer rein, hier rechts geht es halt zum Raus, zum Balkon und zum Fenster. Und das wäre also noch die letzte freie Wand quasi, wir hätten. Ne? Ja. Genau. Ja, das ist so einmal die Fotosammlung. Kevin, daraus wirst du die nächsten Schritte ableiten, glaube ich, ne? Genau. Also ich bin jetzt gerade schon dabei, die digitale Grundrisszeichnung zu machen. Du hast mir in feiner Kleinstarbeit die ganzen Sachen ausgemessen. Und dann werde ich schon mal so ein bisschen rumspielen. Ich habe ja so eine Einkaufsliste, was an Sachen so definitiv da sein sollte. Jetzt haben wir auch den Vorteil, dass wir da hinten so eine kleine Abstellfläche haben, wo man tatsächlich ja auch wirklich auch was abstellen könnte. Jetzt sprechen wir von Staubsaugerwischer und möglichen Nachfüllstationen von Handtüchern, Bettwäsche, diesem Schladderadatz, dass die Reinigungskraft das gar nicht mitnehmen muss irgendwie, sondern einfach vor Ort liegen hat. Mich würde tatsächlich noch interessieren, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ob ich einen Kellerabteil habe in diesem Haus oder wie das dort ist. Ja, also ein Keller gehört dazu. Ich kann gerne, wenn ich nächstes Mal vor Ort bin, dazu Fotos machen und Videos machen. Kellerraum, ich würde sagen, der wird vielleicht so 2 Meter breit und 3 Meter, 3,50 Meter tief sein oder sowas. Also Ja. so roundabout. Der ist trocken. Ist halt baujahrtypisch. Also wir haben hier Anfang 90er Baujahr. Das heißt, das sind diese Keller, wo du so Metallstreben hast. Das heißt, das Ding ist komplett offen. Also man kann also komplett reingucken. Man kann also auch, wenn man durch alle Keller guckt, man kann so einmal diagonal quer durch den Raum gucken, weil die halt alles nur so Metallstreben haben. Mit so einem bisschen Holz noch dazwischen, aber sehr wenig. Damals war schon die Brandauflagen halt, ne, mit Holz halt schon schwierig. Aber so einer gehört auf jeden Fall noch dazu, ja. Genau, kann ich gerne mal ein Foto machen oder nächstes Mal Video, wenn ich halt vor Ort bin, ja. Okay, na sehr gut. Wir kennen hier im Osten nur muffige Keller. Nasse, feuchte Zellen, die eher wie ein Burgkeller aussehen. Genau, deswegen freue ich mich immer darüber. Ich habe in der Innenstadt ja auch ein Objekt mit einem sehr, sehr akkuraten und trockenen Keller und riesigen hohen Wänden. Also wenn ich wollte, könnte ich 6 Meter in die Höhe rappeln. Das ist dann schon nochmal eine andere Nummer als ja, in den Wohnvierteln hier, sage ich mal so.
Genau, nee, aber so, sobald das, also wenn das da ist, dann könnte man es sogar nochmal verlagern und sagen, okay, nee, dann ist alles unten im Keller und dann sind wirklich nur noch Gebrauchsmaterialien, die für die Gäste bestimmt sind, oben bei den Gästen in dieser kleinen, aber feinen Abstellkammer. Vielleicht macht man da dann auch die Garderobe hin oder so. Ja, das müsste ich mal rumprobieren. Ja, Genau. also das würde ich anbieten. Wir haben auch bei dem Objekt auch noch, das ist so ein Apartmenthaus. Da sind, ich glaube, 34 Apartmentwohnungen drin. Da ist auch extra eine Einrichtung für Wäsche, also Waschmaschine und Trockner noch dabei. Also eventuell kann man auch gucken, ob das Sinn macht. Vielleicht in der Zeit nicht unbedingt, weil das dauert ja so eine Zeit, bis die Maschine durchläuft. Aber sonst will man auch nochmal vor Ort waschen können, falls das von Interesse ist. Ja, perfekt. Das ist doch auch super. Da kann dann auch gleich ein Waschtrockner rein oder so. Muss man mal gucken. Genau. Okay, genau. Okay, das heißt von mir erstmal, ich habe technisch, was ist bei mir zu tun, Kelvin? Was habe ich für Tätigkeiten und was hast du für Tätigkeiten bald? Also ich würde sagen, du hast zu tun mit mir gemeinsam nach einer Küche zu gucken. Die Duschwanne, also halt den Duschvorhang auszutauschen. Die Toilette wolltest du austauschen, das hattest du noch erwähnt. Und den Boden. Genau, das ist das Wichtigste. Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, was du im Video erwähnt hattest, wegen der ja, da wo die Telefonstecker auch sind, ist ja so eine Unebenheit in der Wand, beziehungsweise so eine Auffälligkeit im Putz. Das wolltest du ja auch nochmal angucken, beziehungsweise gucken, was das ist, was der Hintergrund da ist. Und das wäre es eigentlich von deiner Seite jetzt erstmal. Und meine Aufgabe ist es, die Einkaufsliste fertigzustellen bis nächste Woche. Spätestens und dir dann auch zur Verfügung zu stellen, dass du einfach nur mal so ein grobes Gefühl bekommst. Ich kriege morgen nochmal einen interessanten Call rein, wo sich entscheidet, ob einiges an Ausstattung Roam-like übernimmt. Das müssten wir dann schauen. Das würde ich mit dir dann auch nochmal kurz schließen, dann morgen, was die realisieren können und was nicht. Und da habe ich auch einen ganz, ganz interessanten Gutscheincode. Weiß nur nicht, ob der im Preissegment, in der Preisrange ist, ungefähr was eine Küche angeht. Nun müssten wir uns dann nochmal zusammensetzen. Und ja, ich mache den digitalen Plan, also den Schnitt und fange schon mit der Möblierung an, das so zu stellen. Das ist dann natürlich nur Beispielmobiliar. Das gibt es halt in diesen Tools, kann man nicht ganz genau den Amazon-Link reinschicken oder den IKEA-Link. Aber so ungefähr kommt es tatsächlich immer hin. Und dann kriegt man schon mal wirklich so ein Gefühl für die Raumaufteilung und wie das dann am Ende wirkt. Und das ist auf jeden Fall schon mal super gut, um das Ganze, was man kreativ im Kopf hat, so ein bisschen zu übertragen. Und dann kann man ja einfach hin und her schieben. Ne? Das ist dann dieser Riesenvorteil an so einer virtuellen Möblierung, dass man einfach dahergeht und Sachen umstellt oder merkt, ah, da ist zu wenig Platz für das und das. Und dadurch, dass man gewisse Größen schon angeben kann, also es sieht so aus, als würde es darauf hinauslaufen, zum Beispiel, dass das ein 1,60er Bett wird, was da drin steht und kein 1,80er Bett, einfach weil es die Größe nicht unbedingt hergibt. Es macht auch den Eindruck, als würde man nicht unbedingt eine Couch hinstellen. Es könnte aber doch passen, das müsste man jetzt schauen. Also Couch könnte ich mir tatsächlich nur vorstellen an der Seite von der von dem Badezimmer, also an der Eckwand, wo das Badezimmer dahinter sich verbirgt, raus zum Fenster blickend sozusagen die Couch und auf der Seite, wo die Abstellkammer ist, an der Wand das Bett, dass man es irgendwie so managt, weil der Fernsehanschluss ist auf der linken Seite vom Fenster, wenn man in der Wohnung steht und zum Fenster schaut, auf der linken Seite unten. Das bedeutet, der Fernseher muss dort in der Nähe sein oder bleiben. Und dann bietet sich es tatsächlich so an, das dann so aufzubauen.
Genau, aber das sind so Sachen, die probiere ich dann in meinem kleinen Kämmerchen alleine hin und her und gucke dann, was Sinn macht. Dann vielleicht sage ich dann doch, okay, nee, Couch bleibt draußen, macht das Ganze nur zu voll. Genau. Ja. Okay. Nee, auf jeden Fall. Ich bin ja bei dir. Diese digitale Gestaltung und Visualisierung ist echt super, weil du schon sagtest, man kann dann halt gucken, nehme ich das Bett eine Nummer größer, nehme ich es eine Nummer kleiner, passt noch eine kleine Couch rein oder nicht. Das kannst du ja ziemlich cool ja so ja ausprobieren und dann halt passend machen. Dann kannst du sehen, was ist wirklich das Optimale für diesen Grundriss, weil hier ist ja die Herausforderung, wir haben ja wenig Platz. Hier muss ja also sehr effektiv und sehr passend gearbeitet werden, ne? Und wenn du da nicht um ein paar Zentimeter verkalkulierst, das kann vielleicht bei einer Dreizimmerwohnung gar nichts ausmachen. Hier kann das sein, dass ein Möbel nicht mehr reinpasst, ne? Ja, Okay. das ist halt bei 26 Quadrat immer so ein bisschen die Frage, dass es dann schon wirklich viel gemanage, was dann hinpasst, was nicht. Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es kein Schlafsofa wird, was reinkommt, wenn eins reinkommt. Dann ist es halt wirklich nur ein Zweisitzer, der das Ganze nochmal eröffnet, dass man dort gemütlich noch sitzen kann, bevor man zu Bett geht, wenn man das möchte. Gehe tatsächlich aber auch eher davon aus, dass es Geschäftsleute sind, die sich in der Wohnung verirren werden oder dort zurückziehen. Von daher müsste man dann nochmal zielgruppenorientiert abwägen, braucht man es wirklich oder setzt man einfach nur einen Sessel hin mit einem kleinen Couchtisch, wo noch Bücher dran sind oder so unten. Und ja, müsste man einfach hin und her mal probieren, was dann am Ende wirklich besser wirkt. Ja, auf jeden Fall. Aber da kommt, glaube ich, auch schon das richtige Stichwort. Lass mal zu Zahlen rübergehen. Und danach würde ich auch genau den Ausblick auch machen. Also ich würde einmal kurz sagen, was haben wir aktuell an der Miete? Was sind da aktuelle Erträge dabei? Dann würde ich sagen, was kann man dort erzielen? Und ich würde vielleicht noch ein, zwei Tools zeigen, wo man noch gucken kann, was ist dort zu erwarten. Weil zum Beispiel wird da aktuell, es gibt ja, die meisten wissen das vielleicht auch, Deutschland ist ja noch geteilt. Ne? Es gibt ja Aldi Nord und Aldi Süd. Ne? Die haben sich nicht wieder vereinigt. So, und die Zentrale von Aldi Nord ist in Essen und wird gerade neu gebaut. Ich glaube, Luftlinie müssten das sein, vielleicht 400, 500 Meter oder so davon weg. Das heißt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch alleine dadurch, baubedingt, dann ist auch direkt so, ich glaube schon direkt sechs oder sieben Firmen sind hinterhergezogen, Speditionsfirmen und irgendwelche anderen Firmen, die halt quasi mit einem Rattenschwanz von Aldi hängen, die dann quasi direkt schon sich auch dann neue Betriebsstätten bauen. Das heißt, also da wird mit Sicherheit auch über längeren Zeitraum mit Sicherheit ja, Bauleute, Architekten, Bauingenieure, bis zum Bauhelfer wird ja momentan ja extrem viel da gefragt sein. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Ding dabei. Und mit Sicherheit, auch wenn so große Firmen dort ansässig sind, die haben auch mit Sicherheit auch oft auch Leute, die halt für einen Zeitraum da irgendwie so vielleicht hospitieren oder ähnliches. Vielleicht wäre das auch eine Sache, wo man das gut machen kann für. Ne? Ja, klar. Ja. Genau. Soll ich mal kurz Mietvertrag rausholen? Super gerne. Alles klar, dann gehen wir wieder auf meinen Desktop. Siehst du, was ich sehe? Jo. Unser Trello-Board, ne? Genau. Ich habe übrigens schon mal mitgeschrieben hier gerade. So, Küche machen wir beide zusammen. Duschkabine ist meins. Übrigens kann ich total empfehlen. Trello ist so genial. Das ist so ein Mega-Tool. Kelvin hat es gerade schon kurz angeteasert. Kelvin und ich haben uns noch nie live gesehen. Wir haben bisher alles über ja, Online-Podcast, Zoom-Calls und Trello arbeiten wir zusammen. Und das ist total klasse, dass man hier, wie hat sich Karten erstellen kann. Hier habe ich jetzt die Sachen abgelegt. Und so schaffen wir das, ohne dass wir auch nur annähernd in die Nähe kommen, ja, zusammenzuarbeiten. So, das war Werbeblock für Trello. Kriege ich auch nichts für. Genauso wie für die Steckdosen und Schalter von Buscega. Also, aktuelle Situation. Objekt ist vermietet bis zum 31.12. Wie gesagt, nicht wundern, ich habe wirklich die personenbezogenen Sachen geschwärzt. Ne? Ich denke, dass das ist, in Deutschland ist das selbstverständlich. So, Objekt, da haben wir es. Das ist die Wohnung Nummer 9.
im Erdgeschoss mit 26,47 Quadratmeter. So, Kelvin, hier siehst du, dazu gehört noch der Waschküche und der Kellerraum, gehört auch noch dazu. Ne, haben wir also auch noch dann da irgendwo, muss ich noch suchen. Ich weiß nicht genau, was es ist. Werde ich aber finden. So, dann wird es hier ja spannend. Der Mietbeginn war hier am 1. Februar 2010. Ne? Das Was? heißt, wir haben hier einen Vertrag, der war jetzt ziemlich, ja, fast 10 Jahre war der jetzt drin, durchgehend. Ne? Also über 10 Jahre. Obwohl es, wohlgemerkt, obwohl es halt bei der Größe ist. Ne? Also normalerweise ist unsere Erfahrung, je kleiner die Wohnung, umso höher ist die Fluktuation dabei. Ne? Also deswegen, ja, ich habe jetzt 10 Jahre einfach überschlagen. 10 Jahre für die Größe ist nicht der Standard. Ne? Also das ist auf jeden Fall nicht üblich. Also in der Regel sagen wir bei uns intern bei den Apartment, also ein Raum, ne? Wohn- und Schlafraum zusammen, hast du normalerweise 1,5 Jahre ist so maximal so die Verweildauer von den Mietern. Ne? Weil das sind so die typischen Starterwohnungen. Das heißt also, es ist in der Regel die Erstwohnung, ne, wenn man von zu Hause auszieht. Und dann kommt halt oft, man lernt jemanden kennen. Ne? Es gibt halt dann die erste Zwei-Zimmer-Wohnung, weil man mit einem Freund oder Freundin zusammenzieht oder drei Zimmer, dann ist halt zu klein. Deswegen also sind die typischen Starterwohnungen dabei. Ne? Daher wird also 10 Jahre oder sowas ist nicht üblich. Also da lasst euch nicht von täuschen. Das ist also nicht der Standard. So, der Mietpreis wurde hier vereinbart. 170 Euro Kaltmiete und 90 Euro Betriebskosten. Also das heißt, er hat aktuell, oder was aktuell, das ist von 2010, 260 Euro insgesamt an Miete gehabt, also inklusive Betriebskosten. So, wenn wir das einmal kurz ausrechnen. Dann können wir einfach mal schauen. Ich habe 26 Quadrat. Nee, war ein bisschen 20 Quadrat. Egal, wir lassen es dabei. 170 Euro kalt. Mich interessiert nur die Kaltmiete. Den Rest der Kosten gebe ich ja immer komplett 1 zu 1 durch. Geteilt durch 26. Das heißt also, der Mietzins hierbei ist 6,53 Euro, ja 54, wenn man es aufrundet, pro Quadratmeter. Das ist also was aktuell. Oder was mit dem Mietvertrag aus 2010 halt vereinbart war. Die Miete wurde auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, niemals angepasst. Da hätte man auf jeden Fall eine Option für gehabt, wurde aber niemals gemacht, weil da gehen wir halt natürlich auch dann, wir haben Listen, wo wir arbeiten und da kommen halt immer die, wo es sich mehr lohnt. Und wenn du hier einen Euro mehr hast, ist was anderes als bei 100 Quadrat. Ne? Daher, also was, oder ist aktuell noch, der Mietvertrag läuft ja noch, also ist aktuell immer der aktuelle Mietzins, ist immer noch die 170 Euro kalt. Zuzüglich Nebenkosten, der wird immer geändert. Aber wir, Betriebskosten ja egal, die reicht man eher nur durch an die Versorger. Da hat man ja nichts von als Vermieter. Also, das ist momentan Ausgangssituation. Ansonsten, was gibt es hier noch Spannendes dabei? Hier ist die Umlage von den Betriebskosten, viele Vereinbarungen. Mietenkonto habe ich auch geschwärzt. So, dann, was gibt es hier noch Spannendes? Ich glaube eigentlich sonst gar nichts mehr. Das sind die üblichen Vereinbarungen, was man machen muss, dass man keine bauliche Änderung vornehmen muss oder darf. Ich glaube, sonst ist das nicht mehr Spannendes dabei. Oder ist noch was, Kelvin? Unterschrift habe ich alle geschwärzt. So, Protokoll separat. Ne, das war's, genau. Also letztendlich glaube ich, der spannendste Teil ist ja wirklich das Objekt und wir haben die Kaltmiete dabei. Ne? Und die haben wir ja gerade uns schon gezogen, die Werte. Das ist ja letztendlich was Spannendes. Das ist also. Ja, Status quo oder da, wo wir aktuell stehen bei dem Objekt. Ja. So, jetzt haben wir natürlich dann, bevor wir uns kennengelernt haben, hatten wir vorgehabt, das Objekt wieder regulär in die normale Vermietung zu nehmen, also sprich, das Objekt so zu belassen, wie es ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon irgendwelche Reparaturen durchgesprochen haben. Das kann ich jetzt gar nicht dir wiedergeben. Wir haben es auf jeden Fall erstmal bei ImmoScout24 inseriert. ImmoScout24 ist hier der Platzhirsch. Es gibt noch Immowelt und Immonet und so weiter, aber das ist alles nicht wirklich, ja, also Nachfrage kommt auf jeden Fall ImmoScout24. So habe ich gestern noch, seht ihr auch, hier habe ich vom gestrigen Datum habe ich das ausgedruckt. Also aktuell, oder wir hätten es vorher, jetzt ist es ja nicht mehr dafür vorgesehen, das Objekt angeboten für 2,34 kalt. Ne? Das heißt also, wenn wir jetzt nochmal einen Rechner aufmachen, dann kommt. Der macht nur einmal, okay. Dann hätten wir jetzt dann angeboten
für 9 Euro kalt den Quadratmeter. Das wäre also jetzt die Vermietung. Ihr habt auch gesehen, da war noch an dem Fenster noch dieses Plakat dran. Also wie gesagt, das Objekt ist auf jeden Fall geplant gewesen für die reguläre Vermietung. Kurzzeitvermietung war bis vor 3, vielleicht 2 Wochen überhaupt kein Thema damit. Wir haben jetzt das Projekt einfach mal gestartet und gesagt, das passt gerade ganz gut. Objekt ist gerade frei, passt auch von den Ansprüchen, die Herr Kelvin hat. Und so kam das einfach dazu. Deswegen, also das war also regulär die Anzeige, mit der wir das Objekt halt vermieten wollten. So, das wäre also das, was wir jetzt hätten. Wie gesagt, Fotos habt ihr ja gesehen. Hier sind die Eckdaten. Genau, wir haben Baujahr 92, hatte ich richtig in Erinnerung. Gaszentralheizung. Da sieht man nochmal die Bilder. Das war noch von dem Mieter, war noch so ein Balkon, so ein Sichtschutz drauf, dieses blau-weiße Ding. Hier siehst du noch, der hat noch ein paar Möbel drin gehabt. Das war bei der Übergabe anscheinend. Da ist immer die Küche. Der hat da hinten auch so einen Tisch drin gehabt. Aber also, ihr seht also in den Bildern, das ist also originale, die Bilder, die wir, das Objekt, was wir halt da auch gerade anbieten. Da ist immer so eine Szenenkarte. Hier ist, wie gesagt, Briefkasten, man sieht ja, da sind viele Briefkästen. Also, ich meine, da sind 34 Wohnungen drin in der Anlage. Ne? 34 kleine Apartments. Also, das wäre also gesagt, sonst die Vermietung gewesen, die wir sonst angestrebt hätten. So, was kann man noch ganz Gutes tun? Das hatten wir jetzt gerade kurz schon mal das Thema. Und zwar habe ich hier, nee, in der Landkarte habe ich das gemacht, das habe ich nämlich für die heutige Sendung, Exposé. Es gibt hier einen Immobilien-Scout-Atlas. Ich weiß, ob ihr den kennt, aber das Ding ist einfach total, ja, spannend. Wenn ihr also Recherche betreiben wollt, das war nämlich gerade das Stichwort, Kevin, von dir. Wenn ihr also möchtet, was ist da los? Was ist da so eine Erzielbarkeit? Ist das einfach eine coole Seite? Immobilien-Scout24 und das ist jetzt die Seite atlas.immobilien-scout24.de. Seht ihr oben in der Adressleiste. So, hier haben wir jetzt das Objekt in der Ernestinenstraße 226 in Essen. Es gibt nur eine. Auch jetzt steht das Objekt da verkaufen. Warte mal. Ich wollte ja eigentlich vermieten. So, ich habe erstmal die Übersicht, wo er mir sagt, wie ist die aktuelle Entwicklung. Siehst du hier in 2016 war das bei 6,20 Euro und dann sieht man auf jeden Fall, es ist ja, ich meine letztendlich bei Immobilien, man sieht immer so eine Kurve. Die geht immer auf der rechten Seite nach oben. Ne? Aber das Gute ist halt, man kann hier immer ablesen. Man muss sich da nicht so genau dran orientieren. Es ist immer ein Durchschnittswert, es ist immer so ein Medianerwert. Es ist viel davon abhängig von Ausstattung, vom Baujahr und von Immobiliengröße. Im Schnitt ist eine Apartmentwohnung auf dem Quadratmeter immer deutlich höher als eine große Wohnung. Also das ist wirklich nur so eine Indiz. Ne? Mehr ist das erstmal nicht. So, was hier ganz cool ist, ist, du kannst sagen, alle Angebote entdecken. Jetzt macht er eine Karte. Wer sagt, da bist du jetzt gerade? Da ist übrigens unser Inserat mit den 9 Euro. Und ich mache das mal ein bisschen kleiner. Und jetzt siehst du halt hier in der Umgebung, ne, siehst du überall diese Stechkarten, welche Preise aktuell wo angeboten werden. Die schwarzen musst du wissen. Bei ImmoScout24 ist es so, wenn du ein Inserat offline nimmst, ist es für ImmoScout24 archiviert. Und das sind alles die Archivierten. Also das heißt, diese schwarzen sind alles ehemalige inserierte Objekte. Wenn du es genau wissen musst, musst du draufklicken. Hier 4,51 Euro wahrscheinlich schon irgendwie vor ein paar Jahren gewesen sein oder halt irgendwie baufällig oder so. Und diese ImmoScout24-Farbe, das sind die aktuellen. Hier siehst du aktuell unser Inserat mit 9 Euro Quadratmeter. Ausgerechnet. Hier 1 für 1 für 8,16, hier 6,45. Also so kannst du ziemlich genau sehen. Man kann auch halt, ne, kennt man ja die Navigation, man kann rein und rauscrollen. Man kann also sehen, wo ist was wie gefragt, wie sind die Stadtteile gewählt. Aber da kann man also ziemlich schnell mal gucken, so was ist aktuell so auf dem Markt. Ne? Wirklich wert, aber ziemlich hohe Flughöhe, weil, wie gesagt, mir sagt er zum Beispiel nicht, ob hier die 566, ob das eine abbruchreife, sanierungsbedürftige Bude ist, ob das eine Einzimmer ist oder das eine Achtzimmerbude ist. Also ne, das ist alles noch ziemlich Flughöhe. Aber du kannst halt dann hier draufklicken, dann siehst du direkt das Inserat, dann kannst du halt gucken, okay, man kann also für Recherche. Remote ist es echt super. Ne? Also kriegst du echt einen schnellen Einblick davon. Ne? Mit den Inseratsbildern dazu, du siehst also ziemlich schnell, wo stehe ich da oder beziehungsweise noch wichtiger, wie steht der Rest um mich herum? Also was ist so real und erzielbar? Das sind immer so zwei wichtige Sachen dabei. So, wir gehen wieder zurück. Also das war jetzt gerade wert, die Angebote
dabei. So, jetzt hat das dann Ganze mal als Liste dabei. Hier siehst du also aktuell, was ist angeboten im nahen Umkreis. Hier siehst du also im sehr nahen Umkreis alles im 500 Meter Radius, ne, alles auf derselben Straße. Siehst du also dementsprechend hier eine 50 Quadratmeter Wohnung wird angeboten für 4,90 € gerade, eine 28 Quadrat für 6 noch was. Wobei wir gesagt, es sind alles Archivierten. Hier siehst du auch, das ist ein Wert aus 2007. Ne? Also immer darauf achten, diese archiviert, immer mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also daran kannst du dich nicht leiten, das ist schon ein paar Tage her. Ne? Aber anscheinend noch online, wird das archiviert. Ja, kommen wir jetzt nicht drauf. Okay, aber würde jetzt auch vielleicht in die falsche Richtung gehen. Also, da hast du das Ganze nochmal. Hier hast du nochmal so einen Verkaufspreis. Also aktuell ist der durchschnittliche Verkaufspreis in der Ecke bei ja, fast 3,5 Quadratmeter. Ne? Dann nochmal so als Übersicht dabei. Und hier hast du halt nochmal, das ist nämlich das, worauf ich jetzt hinaus wollte. War ein langer Bogen, ich weiß, aber das ist, was du gefragt hast, ist, hier erfährst du Statistiken und man muss wissen, ImmoScout hat verdammt viele Daten. Ne? Die wissen wirklich echt super, super viel. Die wissen, wie oft welche Wohnung auf den Markt kommt, wie oft welche Wohnung wieder reinseriert wurde und so weiter. Also die haben als Marktführer, haben die echt sehr, sehr viel Know-how da drin. Und die sagen hier auf jeden Fall, die haben selber eine Wohndauer von 2 bis 3 Jahren, also nach deren Datenbestand wird alle 2, 3 Jahre Wohnung dieselbe Wohnung nochmal neu inseriert. Im Übrigen arbeiten die mit der Deutsche Post Direkt GmbH zusammen, das ist die Postversendung von der Deutschen Post. Dann hast du hier ein Alter von 50 bis 54, also sprich eher älteres Klientel ist da, was da ist. Du hast hier ein Anteil von Singles ist niedrig und ein Anteil von Familien ist niedrig. Ja gut, was hast du sonst da, weiß ich nicht. Irgendwas dazwischen muss es ja geben, aber ist. Wie immer Statistiken, man muss nicht alles da auf die Goldwaage legen. Worum es so geht, ist, du kriegst damit schnell zumindest ein Bauchgefühl dafür. Ne? Ist zum Beispiel in der Ecke, kommt da eine Wohnung in der Größe, in dem Zustand, kommt das gut da an? Kann ich da, ist da mein Markt für vorhanden? Ne? Das ist so eigentlich, was ich damit sagen will. Du kannst also ziemlich bequem von zu Hause, überall in Deutschland, wo ImmoScout24 einige Inserate hat, oder das ist, glaube ich, auch ganz deutschlandweit, kannst du ziemlich schnell und einfach einfach mal gucken, was ist da zu erwarten, wie hoch ist mein Potenzial. Ne? Das finde ich also dabei ziemlich cool. Ansonsten ist die Seite auch schon zu Ende. Also ja, das ist so, was ich auch dazu sagen wollte, weil das ist echt so ein für die Recherche, glaube ich, ja, fast unabdingbar. Ja, klingt auf jeden Fall valide. Man merkt, dass du dich eher höher angesiedelt hast, aber machst ja auch relativ viel neu, ne? Also das darf man ja dann auch nicht vergessen. Da hat man dann eine neue Küche drinnen, einen neuen Boden drinnen, eine Duschwand drinnen, eine neue Toilette etc. Also unsere Erfahrung ist dabei, in der Regel die Leute, die renovierungsbedürftig vermieten, sind alles Amateure und das rächt sich in der Regel. Es ist so, warte, ich mach mal kurz wieder uns an. Eine Wohnung zu streichen, zu renovieren, im Boden zu legen, ist alles überschaubar. Aber ich kriege damit ein deutlich besseres Klientel, ich habe damit deutlich mehr Auswahl. Ich kann mir den Mieter eventuell deutlich besser aussuchen. Ich kriege meine Zielgruppe da rein. Und das ist halt für uns die Erfahrung. Wir gehen lieber hin, wir machen lieber einen neuen Anstrich, wir machen von mir aus neue Tapeten, wir machen einen neuen Boden rein, wir machen ein bisschen Porzellan neu. Das ist alles überschaubar und auch ziemlich schnell gemacht. Ist alles kein Aufwand, das ist, weiß nicht, maximal eine Woche oder sowas. Auch bei größeren Wohnungen ist das schnell durch. Vielleicht mal ein Fliesenspiegel dazu. Wir haben dazu unsere Handwerker, unsere eigenen, die wir beschäftigen. Das muss man dazu sagen. Also für uns das halt nicht. Wir müssen beim Handwerker anrufen, der sagt, ich habe dieses Jahr keine Termine mehr und so weiter. Das haben wir alles natürlich nicht. Ne? Aber unsere Erfahrung ist dabei, damit kannst du ein deutlich, deutlich besseres Klientel erreichen. Und das ist ja letztendlich was man hier wieder haben will. Ich möchte mein Invest zurückkriegen. Ich möchte ja einen Geldfluss zurückhaben. Und wenn ich das mit 500 Euro, mit 1000 Euro beschleunigen kann, ist das in meiner Sache oder in meinen Augen eine Rechnung, die deutlich sinnvoller ist. Und das Zweite ist dabei, was wir auch mal sagen, wenn du eine Bude hast, die abgerockt ist. In der Regel sagen wir bei uns immer, wer die haben will, ist vielleicht gar nicht, den du bei dir in dem Objekt haben möchtest. Ne? Das kommt noch dazu. Das ist ja, naja, das ist ja das, die berühmte Filterfunktion, die funktioniert hier nicht nur auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Und ich suche mir ja auch eine Wohnung raus, die meinen Ansprüchen genügt. Und wenn ich dann da
meinetwegen schon nach dem Bodenfilter oder nach Balkonfilter und dann fliegen immer mehr Wohnungen raus. So macht ihr das natürlich wahrscheinlich auf der anderen Seite genauso. Was wollt ihr für Mieter haben? Wer fliegt von Anfang an raus? Beziehungsweise wer bewirbt sich auch gar nicht erst, ne? Weil das ist ja, darf man nicht vergessen, eine massive Zeitersparnis, auch die man dann hat, wenn man ein gewisses Klientel nach oben und nach unten direkt ausschließen kann und ja, einen Mittelwert hat, wo man weiß, okay, dann hat man jetzt vielleicht zwei, drei Besichtigungen und spätestens dann ist das Ding eingetütet. Ist ja auch immer eine spannende Kiste. Es ist bei Airbnb und den anderen Plattformen am Ende nicht anders. Ja, da gibt es ein paar Parameter, worauf die Leute achten, worauf sie nicht achten. Und jede Zielgruppe ist ein bisschen anders und schaut auch ein bisschen anders. Und dementsprechend filtern die sich ihre Wohnung, wie sie sich das halt vorstellen wollen, zusammen und sparen sich Zeit, durch tausende Inserate durchzuklicken. Das ist ja, am Ende hat ja jeder dasselbe Ziel, schnell zu dem Wunsch zu kommen, den man ursprünglich hatte. Und ich kann mir auch tatsächlich nur schwer vorstellen, dass jemand, der in eine neu renovierte, also die Wahrscheinlichkeit ist mit Sicherheit geringer, dass da was runtergerockt wird oder abgerockt oder schlecht behandelt wird, als in einer Wohnung, wo die Küche eben so aussieht, wie sie aussieht und 30 Jahre alt ist, wo man dann eben keine Wertschätzung gegenüber dem Mobiliar hat oder dem Boden oder wie auch immer, ne? Und dann passieren vielleicht in der Folge dadurch noch Folgereparaturen, die nötig sind oder sonstiges, die man so hätte vermeiden können. Genau. Absolut, absolut. Und wie du schon sagtest, der Preis ist immer ein sehr guter Filter, ne? Mit dem Preis kriegst du halt auch immer sehr, sehr einfach deine Zielgruppe erreicht, weil es gibt halt eine Zielgruppe, die bezahlt und eine, die es nicht bezahlt. Und damit hast du ja schon ziemlich genau ja, so einen Trichter aufgebaut und unten kommen deutlich weniger raus. Aber es kommen vor allem die raus, die halt spannend sind. Das ist ja das Wichtige dabei. Genau. Ja, sehr schön. Okay. Dann sind wir doch auch sogar fast in der Stunde. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir Kommentare bekommen haben. Ich glaube, diesmal haben wir gar keine bekommen. Ich schaue gerade nochmal. Genau, also wenn jetzt noch jemand Fragen hat, dann ist es jetzt die Zeit, weil wir jetzt, wenn wir vom Thema eigentlich durch, die Aufgaben sind verteilt. Das heißt, Genau. nächste Woche, Kelvin, hast du den Grundriss da. Dann sind wir uns auch mit der Ausstattung soweit klar, also sprich, was da genau reinkommt, welche Größe die alle haben. Da machen wir schön so ein 3D-Dings dazu. Was brauchen wir noch bis nächste Woche? Ja, die Einkaufsliste, die können wir auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne durchgehen, so ein bisschen zumindest partiell. Sich da jetzt 60 Ausstattungsgegenstände anschauen, wird wahrscheinlich nicht nötig sein, aber so das Gröbste, einfach mal Ja. sich das Bett anschauen, sich vielleicht ein Farbkonzept anschauen. Also ein Farbkonzept werde ich auch grob mal machen. Ich werde es mal mit der Farbe von den Vorhängen versuchen und eventuell doch umswitchen. Also ich merke immer, dass ich ein sehr, sehr grüner Typ bin. Also ich mag Grünfarben, gerade auch im Badezimmer, vor allem in der Kombination mit Anthrazit und Holz finde ich es immer sehr, sehr wohnlich. Und dadurch, wenn man ja, man hat nicht so viele Zimmer und man möchte nicht so einen ganz bunten Klecks in die Welt rausjagen, bleibt es dann meistens auch ungefähr bei den Farben dann in den anderen Wohnbereichen. Habe jetzt aber auch schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Anthrazit an der Wand oder anderen Sachen. So, vor allem, wenn das so ein heller Raum ist, kommt das immer gut, eine dunkle Wand zu haben. Da läuft man nicht Gefahr, dass es zu düster ist, sondern hat damit noch einen tollen Akzent, der es auch nochmal sehr, sehr hochwertig macht, gerade wenn man davor oder dahinter mit Holz arbeitet. Aber das kann man, das versuche ich alles zu veranschaulichen. Und dann mal beispielhaft in Szene zu setzen. Genau, nächste Woche dann. Klingt gut. Also die Idee, was du gesagt hast, ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Ich bin echt gespannt auf die Bilder dazu. Ja, auf jeden Fall hört sich echt an, als wenn an dir so ein kleiner Innenausstatter an dir oder in dir schon drin ist vielleicht. Nicht verloren gegangen wäre vielleicht falsch, aber da ist auf jeden Fall. Ja. Also das ist tatsächlich ja auch das, was mir am Ende am meisten Spaß macht. Also ja, du wirst das selber kennen von deinen Prozessen. Das, was danach kommt, nach der kreativen Auslebung, ist dann nur noch die Prozessoptimierung.
Und die Automatisierung, das ist dann das Abarbeiten von To-Dos, damit man nicht den ganzen Tag beschäftigt ist mit der Wohnung am Ende. Aber so dieses Neugeboren werden und dieses Einrichten und das gemütlich machen und sich Gedanken machen bis ins kleinste Detail, das ist dann so ein bisschen das, was mich reizt. Ne? Ich möchte, dass ich in dieser Wohnung drinne sitze und drüber nachdenke, was fehlt hier noch und nach 2 Stunden Brainstorm immer noch auf gar nichts komme. Ne? Aber man darf nicht vergessen, klar, werden dann Leute sagen, ja, da könnte noch ein Babybett oder das könnte noch und das fehlt noch und das fehlt noch, aber die Räumlichkeiten müssen es halt auch hergeben. Und wenn man dann da drinnen sitzt und mit der Zielgruppe sich auseinandersetzt und dann überlegt und dann nichts mehr findet, das ist das, was mir ein ganz, ganz breites Grinsen auf die Lippen bringt, weil das ist das, was am Ende auch in Leipzig bei rumkommt. In Leipzig, die eine Wohnung jetzt mittlerweile über 30 Bewertungen, immer 5,0. Und ich hatte noch nie jemanden, dem irgendwas gefehlt hat. Also der irgendwie gesagt hat, ah, das muss unbedingt dahin oder das fehlt mir, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich dann, also so, das ist, glaube ich, so auch für eine Hausverwaltung, ne? Wenn man alles so macht, dass sich niemand melden muss oder sich niemand meldet, das ist halt einfach ein Gefühl, was so ein bisschen mit Stolz einhergeht, aber auch mit so einem sich selbst challengen, ne? Das ist das dann immer das, was mich reizt an der ganzen Geschichte. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin mehr dann fürs Grobe. Ich habe überhaupt kein Interesse, mich irgendwie 2 Stunden im Coach setzen, darüber zu sinnieren, ob noch was fehlt oder sowas. Daher ist das echt die super Aufgabenteilung. Und ja, nein, natürlich, Bewertung ist ja momentan das Währungsmittel, ne, was du online halt hast. Das ist ja genau wie hier. Wenn dir was gefällt, dann sharest du, machst einen Daumen hoch und wenn nicht, machst einen Daumen runter. Und wenn du 10-mal Daumen runter hast, dann wird keiner das Video überhaupt anstarten. Ne? Und von daher gar keine Frage. Das ist schon mega. Finde ich auch sehr gut so, weil ich glaube, dass sich dadurch auch unsere beiden Tätigkeiten halt sehr gut auch ja, aneinander passen und abgrenzen. Ne? Dass das, also ja, für mich ganz ehrlich, also für mich persönlich, also mich kannst du, wenn du mich quälen willst, dann muss ich nach IKEA gehen. Also ich hasse den Laden, aber ich hasse den wirklich. Ich fühle mich da jedes Mal, ich weiß nicht, ne, ich gehe jetzt nicht darauf ein, weil sonst wird's, sonst gibt es hier Worte, wo man so ein Piep drüber legen muss. Um es kurz zu sagen, ich fühle mich bei IKEA immer verarscht. Ich komme mir vor wie so eine Ratte in so einem Versuchslabor, die da ein Stück Speck da finden muss, also sprich zur Kasse will. Ne, wo ich mir denke, ne, was soll das? Ich weiß nicht, Dekos und das alles und keine Ahnung was. Das ist, also wie gesagt, wenn ich alle 5 Jahre nach IKEA reingehe, das ist schon viel. Ne? Und das ist aber wirklich auch schon für mich persönlich viel. Das ist schon so dann, ja, wo ich dann kurz am Herzinfarkt stehe oder so. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ne? Ich hasse das, ich fühle mich jedes Mal da veräppelt, weil die den Ausgang verstecken, weil die nur einen Weg gibt und was weiß ich was. Also. Und dann soll ich mir noch ihre, weiß nicht, 180 Deko-Sachen angucken. Nee, also Okay. sehr gute Teilung. Ein sehr, 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 sehr stark ausgemaltes Bild von Hass oder Abneigung. Ja, schön. Nee, tatsächlich, ich mag das. Ich mag es vor allem, wenn man so jetzt nicht die Standards hat. Also IKEA ist ja dann doch schon eher auch zu Hause der Standard. Und wenn man dann doch noch das ein oder andere Accessoire hat, also bei mir in Leipzig in der einen Wohnung. Wir können ja auch gerne nächste Woche mal beispielhaft einfach eine Wohnung von mir uns anschauen und da den Leuten schon mal zeigen, wie so eine Wohnung ausgestattet aussehen sollte, im besten Fall, beziehungsweise in einem sehr, sehr guten Fall. Und da habe ich zum Beispiel ein Fahrrad, ein altes Siegfried aus dem Jahr 1941 an die Wand gehangen.
Und das ist einfach der Eyecatcher. Ich hatte keinen Bock auf ein großes Ölgemälde oder sonst irgendwas, wenn da irgendein Kind rankommt. Man kennt es ja, ne? Man ist für Familien offen, aber dann zerstören die ein Bild, was 700 € kostet. Dann ist der Frust oder der Ärger groß und man hat eher nur Stress. Dann sollen sie sich lieber irgendwie mit dem Fahrrad amüsieren und dorthin gucken. Und dann kann das Kind zur Not auch rumtoben. Das tut mir dann nicht weh. Also ich denke auch so immer so ein bisschen praktisch. Kunst ist super spannend, aber auch umso schneller kaputt beziehungsweise beschädigt. Und ja, genau, deswegen bin ich da eher der pragmatische Typ, dass ich irgendwas anderes Cooles finde. Und wenn es nur eine große Uhr ist, die Eindruck macht oder die den Fokus kurz verändern lässt. Aber wie du schon sagtest, da sind wir einfach gut in der Ergänzung und gucken einfach, wie wir da das Bestmögliche rausholen für uns beide. Und sind da, glaube ich, schon jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg. Absolut, absolut, da sind wir auf jeden Fall. Na gut, Kevin, wir haben jetzt schon 1:20 Stunden. Eigentlich sind wir schon lange über die Zeit, die wir uns gesetzt haben. Wir haben immer gesagt, wir wollen 1 Stunde machen. Ja, gut, aber richtig live sind wir ja auch erst seit 30 zumindest angekündigt, also nur 14 Minuten drüber. Aber wir können ja jetzt auch. Ja. Also, wie gesagt, Kommentare habe ich jetzt auch keine Fragen drin. Hatten wir letzte Mal, wir waren letztes Mal ja bei Facebook, hatten wir da noch was offen? Nee, ne? Da war nur unklar mit dem einen, wo er irgendwas gefragt hatte, mit Exklusiven, aber da haben wir, glaube ich, beantwortet. Ich habe auch keinen Kommentar mehr unter dem Video gesehen. Also, ich gehe davon aus, dass damit auch die Frage beantwortet sein dürfte. Ja. Wenn nicht, jetzt habt ihr die Chance. Ansonsten, ach nee, ist ja doof, wenn ich jetzt runterzähle, ne? Ich zähle mal gerne sonst runter. Ich habe Kinder, wie man es merkt. Aber ich glaube, dass der Livestream, glaube ich, 20 Sekunden versetzt ist. Also wenn ich jetzt runterzähle, dann kommt es aber erst 20 Sekunden später erst in dem Stream raus. Deswegen nützt das nichts, wenn wir das machen. Dann machen wir das nicht. Genau. Konsequent. Konsequent. Nee, wenn euch was einfällt, schreibt es später in die Kommentare. Ich meine, ich glaube, dass die Kommentarfunktion bleibt ja auch bestehen. Dann werden wir das angucken, die Sachen uns notieren, also mitnehmen fürs nächste Call und dann auf jeden Fall dort beantworten. Also von daher, es ist nichts, eure Chance ist nicht vertan, ne, wenn ihr jetzt nicht das direkt postet. Von daher, alles Definitiv. gut. Und ansonsten können wir ja auch das nächste Mal einfach auf Instagram live gehen oder so. Und da auch, also dann halt mit Handy und das aufstellen, aber das funktioniert bei uns auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da hatten wir letztens sehr, sehr viel Interaktion drauf. Da es ja auch so ein bisschen um das Thema Einrichtungen dann gehen wird. Und vielleicht ziehen wir dann einfach kurz mal auf Instagram dafür. Dann haben wir alle Kanäle mal bespielt und können sehen, okay, wo ist die Zielgruppe unterwegs? Wie machen wir es da? Kann man ja auch, großer Vorteil, kann man es ja auch als IGTV hochgeladen lassen. Also ihr merkt es vielleicht, die jetzt noch zuhören, obwohl wir schon fast Tschüss gesagt haben. Wir sind experimentierfreudig, letztens auf Facebook, heute hier auf YouTube. Und dann nächste Woche vielleicht einfach auf Instagram. Und dann spielen wir das Spiel einfach mal durch und gucken mal, was so läuft. Und dann kommen ja noch die coolen Videos, ne, so mit den Veränderungen dazu. Die kommen ja sowieso auf YouTube. Genau. Und Podcast am, wie gesagt, am Mittwoch. Tragt es euch in den Kalender ein, falls jetzt jemand von uns aus unserer Community zuhört. Vermieterüberzeugung leicht gemacht. Mit Christian eins der wertvollsten Interviews, glaube ich, in dem letzten Jahr. Also ich bin sehr gespannt auch auf das Feedback dahingehend. Und deins, beziehungsweise das Interview von mir und dir, von deinem Kanal ist ja schon online, ne? Nee, ist es noch nicht. Es ist, das ist, ich mache es ja mal so, das machst du wahrscheinlich auch nicht anders, dass wir ja immer schon was vorplanen und dann haben wir halt so einen Automat, der das halt dann zu bestimmten Tagen halt rauspusht. Wenn mich nicht täusche, kommt, glaube ich, Donnerstag Folge 1, also dann nach dir quasi. Ah, okay. Aber es steht in den Startlöchern. Also wir verlinken am besten auch beide Podcasts, also schaut auf jeden Fall bei beiden vorbei. Hört euch das an. Wenn euch das gefällt, werdet an den Podcast-Folgen mit Sicherheit auch Spaß haben.
Zu dem Kanal selber. Also wir sind auch open-minded, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Das heißt also, wir würden dann auch dann nächste Woche, warum nicht, die Idee von Kevin mal aufschnappen und bei auch Insta das Ganze machen. Wichtig ist nur, also ich habe jetzt gestern auch dazu einen Livestream kurz gemacht. Nee, eine Story habe ich gemacht, glaube ich. Story habe ich bei Insta, bei Facebook gemacht, wo ich das halt angekündigt habe, also quasi einmal Erinnerung, Save the Date, oder das, ne, dass also heute 20:30 Uhr losgeht. Und zum anderen auch den Kanal genannt. Also von daher, dann guck doch einfach sonntags mal in die Stories rein. Rein. Reingeschaut. Und dann wirst du erfahren, wo, also Und wann? wann, weißt du ja, nein, wann wollte ich ja gerade weglassen, weil es ist ja klar, nächste Woche Montag 20:30 Uhr, das ist ja, Stimmt. ne? Die Frage ist Stimmt. nur, Facebook, Insta, Xing, LinkedIn. LinkedIn, TikTok, es gibt einige Snapchat. mittlerweile, also. Nein, wie gesagt, wahrscheinlich wird es Insta, wir stimmen das noch ab, wir gucken, ob es technisch realisierbar ist, das muss ja auch funktionieren und es muss auch vernünftig funktionieren. Ja, deswegen am Sonntag werdet ihr es auf jeden Fall bei mir zumindest in Story sehen. Ich verlinke dich auch wieder, Kevin, oder euren Podcast, damit also dann darüber das auch kommt und ne, du machst das vielleicht auch und Ja. dann sind alle, wissen sie, wo sie einschalten müssen, welcher Kanal der richtige ist für nächste Woche, Montag, 20:30 Uhr. Perfekt. Sehr gut. Prima, dann sind wir nicht raus. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es war spannend für euch. Es war ein bisschen zahlenlastig, ein bisschen theorielastig. Dafür wird nächste Woche aber umso mehr visuell, da wir einen Raumausstatter ja, on hold haben oder der sich gerade dabei ausleben kann. Da wird es auf jeden Fall, glaube ich, viel, viel spannender und nicht so ganz so trocken. Von daher bleibt auf jeden Fall dabei. Wenn ihr Fragen habt, unbedingt posten. Oder im nächsten Livestream direkt live stellen. Wir gehen drauf ein. Kevin, das letzte Wort gehört dir. Ich sage schon mal Tschüss. Bis nächste Woche. Ja, danke für die Ehre. Es war für mich tatsächlich spannender, als du es gerade dargestellt hast. Ich fand es gar nicht so zahlenlastig, weil man hat ja auch viele Bilder gesehen. Ich fand es ganz cool, in Kombination auch mit dem Video nochmal detailliert auf die verschiedenen Aspekte der Wohnung einzugehen, auf die Vor- und Nachteile, das Ganze mal zu beleuchten und das Ganze halt auch einfach mal nackt zu betrachten. Und bin sehr, sehr gespannt, was wir die nächsten Wochen auf die Beine stellen werden. Und bin mir sicher, dass wir nächste Woche, nicht morgen, sondern nächste Woche Montag, dazu schon einen ganzen Schritt wieder visuell weitergegangen sind und da dann nochmal ins Detail gehen können und abstimmen können, auch live, was passt, was nicht passt, wie man es vielleicht stellen könnte. Das geht ja dann mit der Software auch ganz gut, dass man es einfach mal anschaut und dann hin und her schiebt und stellt. Genau, ja. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde das Abenteuer, mit dir live zu gehen, jetzt seit einer beziehungsweise 2 Wochen sehr, sehr spannend. Und finde es cool, dass wir beide die Communities zumindest die Möglichkeit geben, den Communities das Ganze so mitzuverfolgen und einfach mal diesen ganzen Entstehungsprozess wirklich vom Beginn an jedes Zahnrad mitzuerleben. Glaube, das gab es so noch nie. Klar, dass es Leute gibt, die einem zeigen, wie das System Airbnb funktioniert. Klar, dass es Leute gibt, die einem zeigen, wie das System Immobilie funktioniert. Aber so diese Symbiose zu finden und diese Communities zu verbinden und denen zu zeigen, wie dieses Komplettpaket funktioniert, ist was bestimmt sehr, sehr viele Leute auch langfristig oder nachhaltig auch nach dem Live noch interessieren wird. Deswegen finde ich es sehr, sehr cool, Teil des Abenteuers zu sein. Und freue mich sehr, sehr auf nächste Woche, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Und ja, bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben oder die sich das nachträglich anschauen, um up to date zu bleiben, wie es mit unserem Projekt hier weitergeht. Und ja, freue mich, euch alle, die jetzt zugeschaut haben, nächste Woche wiederzusehen, zu hören. Schreibt uns, seid nicht schüchtern. Ihr könnt uns auch im Laufe der Zeit bis Montag schreiben. Dann werden wir diese Fragen auf jeden Fall einbauen, denke ich mal, dass wir das gut hinkriegen. Hilft uns ja auch am Ende nur, euch den Prozess ja, verständlicher, genauer, besser darzustellen. Ja, und mehr kann ich jetzt auch nicht sagen.
um es noch unnötig in die Länge zu ziehen. Und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, was auch immer ihr jetzt tut, oder Tag, je nachdem, wann ihr es hört oder seht. Und ja, bis nächste Woche Montag, 20:30 Uhr. Wo werdet ihr auch noch erfahren? So, dann sagen wir Tschüss, bis nächsten Montag. Ciao.